Ich grüße euch, meine Lieben. Ich habe letztens ein Video gesehen auf YouTube, wo sich der Maxim Mankiewicz und die Birgit Fischer unterhalten haben über ein ganz bestimmtes Ritual. Das ist ein indonesisches Ritual und wird auch der Millionärscode genannt. Und da geht es darum, dass man sich gewisse Zahlen aufschreibt und dies kontinuierlich in einer gewissen Reihenfolge. Und das soll eben Reichtum manifestieren. Ich habe mich entschieden, dass ich das gerne mit euch teilen möchte, weil ich es echt ultra spannend gefunden habe. Und in diesem Video werde ich euch erklären, worum es hier ganz genau geht und wie man sich dadurch seinen Wohlstand und seinen Reichtum manifestieren kann, wenn man sich daran hält. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und habe gestern auch damit begonnen. Und wenn ihr wollt, können wir auch gerne eine Challenge machen. Schreibt mir da gerne unter die Kommentare, ob ihr mitmacht und ob es bei euch geklappt hat. Viel Spaß beim Video! Der Millionärscode 7753191 wird als tibetisches, nicht indonesisches, tibetisches Mantra bezeichnet, das speziell auch darauf abzielt, Energiekanäle zu öffnen und sich in eine gewisse Schwingung zu bringen. Dabei werden die Chakren ausgerichtet und mit unserem universellen Fluss des Wohlstands verbunden. Doch wie genau funktioniert denn das jetzt? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Dieses Mantra soll täglich 77 Mal für 77 Tage aufgeschrieben werden und während ihr das tut, fokussiert ihr euch auf die Zahlenabfolge und ihre Schwingung. Die Praxis hilft euch, eure Chakren zu öffnen und den Energiefluss zu verbessern, was euch zum finanziellen Erfolg und zum Wohlstand führen kann. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr dazu zum Abschluss dieses Zykluses ein Papier davon in die Erde einpflanzen, also in einen Topf oder in den Garten, auf einem Balkon, wie auch immer, Samen drüber streuen und dies quasi als symbolischen Akt des Wachstums und Wohlstands pflegen. Das ist ein Kann, es ist kein Muss. Schauen wir uns dazu nun die genaue Bedeutung der einzelnen Zahlen an. 7 repräsentiert den göttlichen Willen, den Erfolg und das Glück und diese kraftvolle spirituelle Zahl kann euch diese Ergebnisse eben beschleunigen. 5 symbolisiert die Veränderung und die Transformation und bricht Barrieren und schafft neue Möglichkeiten. 3 steht für die kollektive Intelligenz, den Wohlstand und die Unterstützung von Gleichgesinnten. 1 bedeutet Reflektierung, Führung und Individualität und diese aktiviert Erfolg und persönliche Reserven. 9 repräsentiert den Abschluss von Prozessen, Perfektion und Wohlstand. Nochmal kurz zur Wiederholung. Das Mantra 7753191 auf ein Stück Papier schreiben, das 77 Mal für ganze 77 Tage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann zum Schluss des Zykluses das noch einpflanzen und wachsen lassen. Dann seht ihr das Ganze auch visuell und ich denke, das ist unterstützend für den ganzen Prozess. Als zusätzlichen Tipp kann manchmal auch eine liegende 8 oder auch das Unendlichkeitssymbol genannt hinzugefügt werden, also hinter jede Zahlenabfolge das Schreiben, um die Wirkung des Mantras zu verstärken. Das Symbol kann eben neben diese Zahlenabfolge geschrieben werden oder auf die Rückseite des Papiers quasi mit aufgezeichnet werden und symbolisiert natürlich die unendliche Fülle und den unendlichen Wohlstand. Dieses Mantra ist eine sehr faszinierende Mischung aus Numerologie, Spiritualität und altem Wissen. Es hat auch schon vielen Menschen dabei geholfen, finanzielle Stabilität und Wachstum zu erreichen. Ich hoffe, dass es uns allen auch dabei helfen wird. Ich werde als kleines Zusatzpräsent quasi für euch auch noch ein gesprochenes Mantra erstellen. Das könnt ihr euch gerne dann auch immer wieder mal anhören. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, das Ganze noch besser zu manifestieren. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt und abonniert gerne meinen Kanal für weitere inspirierende und transformative Inhalte. Lasst uns gemeinsam auf diesem Weg der Transformation bleiben und unser volles Potenzial entfalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei SoulFox Solutions.